Ja, und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Resident Evil 8 Part 4. Wir sind in einem Haus angekommen und müssen ja, uns sichern. Ich weiß es nicht, wir sind auf jeden Fall geflüchtet und... Hier lang. Wir können ihr jetzt folgen, sie musste auf jeden Fall noch kurz klarkommen. Ich wollte mir aber erst nochmal schnell hier die Notizen ansehen. Das ist wohl das Örtchen, wo noch alles in Ordnung war. Oder sind das vielleicht die Edelsteinplätze? Nein, sind es nicht. Das sind einfach nur die Sehenswürdigkeiten, würde ich jetzt einfach sogar sagen. Schön auf jeden Fall. Hübsch. Vor allem dieser Schrein da oben rechts gerade, der war cool. Hier ist eine linkste Windmühle. Gibt auf jeden Fall ein paar schöne Plätzchen. Ist schön eingerichtet, hier ein kleiner Ofen. Hübsch. So, aber steht hier auf dem Zettel. Luisa, Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Ich weiß nicht, von wann diese Nachricht ist. Und ich weiß auch nach wie vor nicht, wer Mutter Miranda ist. Aber das werden wir, denke ich, irgendwann rausfinden. Was haben wir denn hier? Taschen mit Stuff drin. Und ein, ja... Kleiner Korridor mit einem Bild. Okay, das ist Platzhalter. Das hat Mia safe nicht gemalt. Ja. Schade. Oh Gott, das erinnert mich so ein bisschen auf Layers of Fear. Geiles Spiel. Nee, weiter hoch geht's nicht. Ich dachte, da wäre noch ein Bild. Ja, dann. Gibt's da sonst irgendwas? Notizen? Ist wahrscheinlich aus der Bibel. Ich dachte, hinter mir wäre jetzt jemand. Dann gehen wir. Ja, geh mal nach. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein Nutzloser! Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. Ja klar, natürlich. Das macht man so. Ja, gib ihr deine kaputte Hand. Ah. Schön draufdrücken auf die Wunde. O Allmächtige, hör unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut.
Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Scheiße, Alter. Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Komm her! Lass ihn los! Oh, shit! Elena? Ich sagte aufhören! Boah, geil. Super. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Der lebt ja immer noch. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beide. Ach, scheiße. Es ist manchmal tatsächlich bei diesen Cutscenes nicht ersichtlich, wann ich jetzt steuern kann und wann nicht. Das ist tatsächlich ein bisschen ätzend bisher. So, dann durchsuchen wir hier erstmal alles. Was ist denn unser Auftrag eigentlich? Nach Rose suchen. Aus dem Haus entkommen, einen Weg ins Schloss finden. Okay. Ach Gott, hier brennt alles. Scheiße. Fuck. So. Oh, eine Küche? Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Knarre? Ne, hier ist nichts. Ist keine Waffe. Was haben wir hier? Oh, Munition. Perfekt. Ach, nice. Munition ist immer gut. Gerade für die Flinte. Die macht so extrem viel Schaden. Ah, wir haben Autoschlüssel. Perfekt. Untersuche Objekte genau, um eventuell neue Hinweise zu finden. Ach ja, ist das so? Ach ja, hier, guck mal, sogar ein Schraubenzieher. Fein. Was haben wir hier? Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüssel. Ach lol, okay. So, hier ist nichts drin. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, auch nichts drin. Ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr, oder? Hä? Nee, ich könnte hier doch noch was looten? Und was? Weil ich sehe jetzt hier nichts, Digga. Soll ich jetzt hier noch was looten? Oder vielleicht im Nebenraum? Ich müsste mich hier ein bisschen beeilen, befürchte ich. Aber nur ein kleines bisschen. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier noch was looten soll. Okay. Ah, hier. Wir müssen irgendwie hier durch. Ah. Kraut. Das war's bestimmt, ne? Ja. Und hier auch noch jetzt, oder was? Tatsächlich, hier ist auch noch irgendwas. Aber was soll ich denn hier noch looten? Ich dachte, ich hätte jetzt alles. Ah! Hallo? Ja, ich würde mich gern... Oh Gott. Haben wir jetzt alles? Ja, perfekt, jetzt haben wir alles. Wunderbar. Dann können wir nämlich hier direkt wieder weiter. Und ich würde... Das Feuer breitet sich aus. Ach, wirklich? Gut, dann starten wir mal den Motor mit dem Autoschlüssel. Attacke. Geh rein, weil jetzt wird es nämlich langsam eng. Ethan. Alter, was ist das für ein Auto? Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Das erinnert mich stark an Resident Evil 7. Tatsächlich, ohne Scheiß. So, komm. Ja, was man hier einfach so macht, ne? Was hat er denn erwartet? Was passiert? Ethan, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Nein, definitiv nicht. Daneben nach oben.
Komm hoch. Schnell. Aber die ist aber auch wirklich dramatisch wie so ein Sack Kartoffeln, ohne Scheiß. Schnell weiter. Die hat wirklich Bock. Das ist der Wahnsinn. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß, aber danke. Nett von dir. Na klar, so bin ich. Ist kein Ding. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Oh. Komm, es hält. Glück gehabt. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Als ob. Elena nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Ach, komm schon. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Super, toll. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Oh nein. Du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße. Nein. Fuck. Och Mann, ich hab die gemocht. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Oh Gott, nee, ist nicht dein Ernst. Also, warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Wo? Also, die Sprachausgabe werde ich sowas von auf Englisch stellen. Das ist ja so grottig. Sorry, aber fuck, nein. So bin ich... Versteh's nicht. Ja, ich versteh's auch nicht, wie man so einen schlechten... Boah, nee. Also, ohne Scheiß. Das regt mich ja richtig auf. Man sagt ja normalerweise, die deutsche Synchro ist immer gut. Oder eigentlich zu 90%, sag ich mal. Aber wie kann das denn in so einem Spiel so verkorkst sein? Jetzt mal ohne Scheiß. Also, nee. Das... Nee. Ich meine, das muss ja auch abgesegnet worden sein. Das kann doch nicht sein. Sowas regt mich wirklich auf. Gefühle wie so ein Sack Kartoffeln. Ja, komm. Hüpf runter. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Ich glaube, das hat echt wehgetan, Alter. Also, sag mir nicht... Was ist... Sag mal... Das wäre tatsächlich... Ich muss mir das Video von... Alles falsch in Resident Evil 8 gucken. Von dem YouTube-Channel Gameomat oder wie er heißt. Also, das ist... Nee. So, ist jetzt die Frage, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Pass auf, wir konnten doch hier das Ding nicht aufmachen. Aber jetzt haben wir noch den Schraubenzieher. Behalten wir den Schraubenzieher? Oder ist der jetzt weg? Oh Gott, wie sieht das denn aus? Dämonenfragment. Das sieht halt wirklich aus wie so ein Dämonenfratze. So, das Schlosstor öffnen. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Oh, krass. Oh, krass. Wer war... Was war das? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Dann... Gehen wir mal... Erstmal hier gucken, ob wir hier noch was haben. Gibt's hier irgendwas zum Looten vielleicht? Nee, ne? Okay, auf jeden Fall, die Turmuhr schlägt. Wir gehen runter. Ach, wahrscheinlich kommen jetzt hier wieder die Monster safe. Ach, ich will da jetzt nicht durch. Okay. Aber wir müssen. So, wo seid ihr? Drecksviecher. Ah, ich hol die Shotgun raus. Damit ihr schön auf die Fresse kriegt. Ist das die Hexe?
Das ist tatsächlich die Hexe. Was geht? Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Kann ich mit dir reden? Nee. Ja, okay. Ja, mach du mal. Alles cool. Hier komme ich nicht rein, ne? Nee. Geschlossen. Ja, hier komme ich nicht rein. Okay. Hier die Kurbel haben wir immer noch nicht. Aber ich weiß, wo wir mit diesen Fragmenten jetzt hin können. Und das werden wir mal auch machen. Wir werden jetzt ins Schloss gehen. Aber eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar hier das. Oh, habe ich das doch zerschossen? Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seine Bewohner. Wer sie zerstört, dem möge der Zorn Mutter Mirandas ereilen. Hä? Keine Ahnung, wo das Ding ist, weil in meinem ersten Durchgang, also nicht ersten Durchgang, sondern wo ich es mal angespielt habe, habe ich das Ding kaputt geschossen. Ist das so gespeichert dann? Okay, wäre mir jetzt neu, ehrlich gesagt. Aber gut, von mir aus. So, wahrscheinlich drehen. Ja, das sieht doch gut aus. Und noch das letzte. Ja, ich hätte es in die andere Richtung direkt machen sollen. Hier. Ja, wunderbar. Und? Nur Blut und Tod. Na dann. Ja, geil. Hab ich Bock drauf. Scheiße, ey. Will ich hier rein? Ja gut, ich muss hier rein. Alter, was ist das für ein... Oh, fuck. 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 Was geht hier? Von der anderen Seite verschlossen. Gibt's hier irgendwas? Nee, hier gibt's nichts. Na gut, dann müssen wir hier hoch. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Oh! Du wirst Mutter Miranda gefallen. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Schlüssel in dem Haus die Mietriskohl. Ich verspreche euch, dass meine Mietriskohl... Aus dem Weg, Fleischberg! Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans!
Und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du kaufen wirst, Ethan Winters. Los geht's! Nein, stopp! Oh, shit, Alter. 9. Okay, das könnte hässlich werden. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Junge, worauf wartest du denn? Oh, fuck. Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben. Oh, fuck, ey. Okay, hier geht's nicht lang. Was? Ach, super, danke. Oh, shit. Weiter so, Ethan. Oh, natürlich. Kein Ding. Boah. Oh, klasse, klasse. Alter, was der Teufel? Oh. Du lebst noch? Beeindruckend. Oh, nett. Ja, geil. Indiana Jones lässt grüßen, oder was? Ich glaube, das sieht doch da gerade nach dem Ausgang aus. Na, komm schon. Shit! Kacke, ey. Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest nicht, ich lass dich gehen, oder? Moment. Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Oh. Geh doch nicht über frisches Hackfleisch. Das war knapp. Wow. Wow. Dein Ernst? Haben die vielleicht Rose? Alter, der sagt halt einfach, das war knapp. Dein Ernst? Habe ich meine Knarre noch? Tatsächlich. Ja, das ist ja super. Da sagt er halt einfach, das war knapp. Okay, damit ihr jetzt nicht denkt, woher wusste der das denn? Ja, ich habe mir das tatsächlich... ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das... Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Und da wusste ich, dass das... Dass es da diese Ecke gibt. Ich glaube, ich habe dann damals noch ein bisschen weiter geguckt, aber... Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Aber das war's jetzt eigentlich. Also jetzt müsste ich tatsächlich wirklich das Spiel komplett... Ja, blind angehen. So. Ach so, das war die Tür, die verriegelt war. Ja, geil. Alles klärchen. Können wir jetzt hier hoch? Das sieht doch so aus. Alter, was ist das? Ich dachte, da wären auch wieder Ketten oder... Boah. Scheiße. Aber das Kellergewölbe haben sie wirklich schön gemacht. Also es sieht echt gut aus. Muss man sagen. Gefällt mir hier. Aber draußen gefällt es mir noch besser. Und, ich glaube, das sind Leichen, kann das sein? Nett. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Auf dem Weinberg. Habe ich da gerade was gehört? Ich bin mir nicht sicher. Fuck, ey. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke.
Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Fein. Du möchtest etwas kaufen? Im Shop können Sie mit Leih zusätzliche Objekte gedüngsen. Okay. Was, du hast aufgestockt? Was haben wir denn in der Werkstatt? Ah ja, okay. Beim Duke können Sie gegen Leih Ihre Waffen modifizieren lassen. Na gut, das ist ja nice. Das ist ja... Feuerkraft, Alter. Nicht schlecht. Was gibt's hier? Waren. Was ist das, wenn... Ach, hört, steht da unten. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Das wäre natürlich sehr praktisch. Herstellung Flintenmunition. Das wäre praktisch zu wissen. Herstellung Minen. Och nö, keine Fallen, oder? So, erweitertes Magazin. Das ist auch gut. Hier können wir Munition kaufen. Was ist das? Ein Stecher. Spezialmunition für die Flinte. Erhöht die Feuerrate beträchtlich. Was ist das? Das haben wir ausverkauft. Die habe ich auch schon gefunden. Das ist nix. Okay. Ah ja, hier. Wir können auch Ankauf. Kristallfragment, kristalliner Schädel. Okay, das sind die Dinger, die wir verkaufen können. Das ist cool. Ja, bestätigen. Billiger Plunder? Na schön. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Also ich wäre dafür, dass wir uns das Ding hier kaufen mit Herstellung Flintenmunition. Weil, ja... Flintmunition? Nee, kaufen wir. Wir werden uns auf jeden Fall keine Munition kaufen. Nur im Worst Case. Herstellung Minen. Weiß ich nicht, ob ich das machen will. Ich werde erstmal sparen, damit wir die Inventarplätze hier bekommen. Ja. Was können wir noch kaufen? Werkstatt hier. Was haben wir? 6000. Nachladegeschwindigkeit ist nicht. Was haben wir hier? Nachladegeschwindigkeit, Schaden. Feuerrate. Feuerrate wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Nachladegeschwindigkeit, Magazingröße. Machen wir Nachlade. Was war das? Nee, Feuerrate. Feuerrate ist so immer eine gut. Einfache Modifikation ist sofort erledigt. Dann noch die Nachladegeschwindigkeit. Nee, den Rest sparen wir uns. Erstmal. Hals- und Beinbruch. Danke, Sweetheart. Alter, was zum Teufel. Okay, jetzt können wir ins Schloss rein, oder was? Ich glaube, ja. Dann... Och, wie schön! Okay, wir sind im Schloss. Könnte Rose hier sein? Was haben wir hier? Kann ich auch, ja, mit dem Messer, ne? Was ich gerne hätte, wäre eine Schreibmaschine, ehrlich gesagt. Ja, nichts passiert. Hier geht nichts auf. Scheiße. Drei Töchter. Bella, Cassandra und Daniela. Okay. Haben die was mit dem Schloss zu tun? Müsste ja eigentlich hinkommen, ne? Rednick-Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. Der Duke, Geschäftsgespräch. Ah ja, okay. Kann ich dich kaputt machen? Tatsächlich. Ah ja, hier, guck mal. Alter, sechs... Was habe ich jetzt gerade gekriegt? Ach, eine Pistolenmunition. Okay, ich dachte gerade. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Von der anderen Seite verschlossen. Kann ich dich kaputt machen? Nee. Ich hätte gerne, wie gesagt, eine Schreibmaschine. Das wäre ganz nett. Weil ich würde nämlich gern speichern. Hier ist nichts drin. Ich höre hier doch Schritte. Okay. Nee, es sind unsere Schritte. Alles klar. Findet dir... Suchst du nach Rose? Ich glaube, das sind die drei Schwestern. Männliches Blut. Oh.
Scheiße. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ich glaube, wir sind am Arsch. Ach, gut, dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Was soll das? Hört sofort auf. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Der arme Kerl. Das ist ja der Wahnsinn. Hey. Lass mich runter. Scheiße, das gibt's doch überhaupt nicht. Und jetzt? Autsch. Autsch. Oh. Tu das nicht. Tu das nicht. Oh. Autsch! Die sind doch völlig krank! Natürlich, wer kennt's nicht? Medizin, die alles heilt. Immer, sofort. Okay, aber ich muss jetzt hier einen Schnitt machen, meine lieben Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann werden wir das Schloss ein wenig erkunden. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe da wirklich mega Bock drauf. Und in dem Sinne, ja, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann bis dann. Haut rein.